Radio 100,7. Und da sind es 4 Minuten ab 2. Guten Mittag um Radio 100,7, wo wir die nächsten 90 Minuten ein Webinar diffusieren an Kooperation mit dem Skript und mit dem IFN Haut mit dem Thema Lycée, später Beruf, Talent sich Antworten ginnet ob der Schulfach. Ja, Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Personal, Älteren, alle guten gehen sie pummel am Lauf von ihrem Schulweg am Thema Orientierung konfrontiert. Agenedo hilft Schulfach, das ist die App, die 3. Edition. Die App steht für Youth Education and Professions. Vom 21. April bis den 24.5., also ob der 3. Jap, von denen, ja, ganz vieles. Also nicht den neuen Lehrwelten sind noch die Lux-Skills, die Vertreterinnen von Lützebäuer Lyceen, Stand vom Educationsminister der Maison de l'Orientation, ein ganz rutsch flott Atelier und natürlich auch die Möglichkeit, einen Lehrplatz zu finden. Fürab stellen wir die nächsten 90 Minuten froh, wieso ist Orientierung so wichtig? Was ist neu? Wie kann ich an der größeren schulischen Offer das richtig finden? Das Webinar über die 3. Nationale Schulfach geht also diese Frage noch. Jeder kann partizipieren, die können auch erfahren, Erinnerungen schicken. Das geht per Mail über froh@webinar.lu oder über WhatsApp 621-44-00-44. Für über Thema Orientierung, Orientation an über Schulfach schwätzen wir nicht feier anwitten. Heute bei mir am Studio. Da das Ritz von Martin Molitor. Guten Mittag. Guten Mittag. Sie sind Premier Conseiller vom Gouvernement am Educationsminister. Richtig. Ich kümmere mich unter anderem darum, große Projekte und auch Reformen aus dem Bildungssystem nach außen durchzustellen und auch zu vermitteln. Dazu gehören auch Projekte wie die Abschulfach, wo wir ganz hilfreich sind, auch zu einem dritten Kehr zusammen können zu organisieren. Dann haben wir auch den Chef vom Service vom Enseignement Secondaire, den das vis-à-vis von euch, das den Romanis. Ja, guten Mittag. Das ist so, dass wir am Fungal zuständig sind für die konkrete Umsetzung von der Politik vom Minister. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir hatten nur am letzten Oktober die Wahlen. Da war eine neue Regierung daraus aufgegangen. Ein Koalitionsakkord ist zustande gekommen, ein Regierungsprogramm. Und wir sind dann am Fungal damit befasst, den Programm umzusetzen, was den Enseignement Secondaire anbelangt. Darüber schwätzt man dann noch natürlich. Und dann den Tom Müller, der ist Direktor vom SFP, also dem Service de la Formation Professionnelle. Ja, guten Mittag. Unser Service ist zuständig für alles, was Berufsausbildung betrifft, und auch am Komplement zum Enseignement Secondaire, dann auch zuständig für Politik am Bereich Berufsausbildung umzusetzen. Ja, am Anfang von, also wie der Ankommen sieht, hat er gesagt, ich hoffe, dass ich das damit besser erklären, wie ich meine Kamera erkläre. Ne? Also das sehen wir dann am Ende von der Emission. Dann ist der Luc Belling auch von der Feier anwitten. Guten Mittag, die sieht ja, vom Skript natürlich. Guten Mittag, ja, mein Name ist Luc Belling, ich bin responsable am Skript der Administration vom Educationsministerium für die Division von den Initiativen an den pädagogischen Programmen. Das heißt, wir bringen Projekte in ran an Schulen, Mathe-Schulen, Viert-Schulen. Und in diesem Fall sind wir als Skript natürlich auch mit dabei bei der Koorganisation von dieser Schulfach. Wunderbar, die Präsentationen sind gemacht, da können wir loslegen. Ich meine, wir stellen, wie gesagt, für die Frage, was ist eigentlich die Schulfach? Wir haben gesagt, sie wird für die 3. Kehr organisiert. Wieso ist sie überhaupt an die Liebe gerufen gehen? Martin Molitor. Ja, das ist so, dass wir Erwachsener als Schule oft noch so vorstellen, wie damals, wo wir an Schule gegangen sind. Tut sich auch, aber mit dem Bildungssystem immens viel verändert. Die Schullandschaft hat sich stark verändert. Wir haben ganz viele neue Formationen und auch Sektionen, die sich entwickelt haben, die an die Liebe gerufen gesehen. Es finden denen als Eltern, aber auch als Schüler sicherlich viele Informationen online, wie auch an solchen Broschüren. Mir das auch
einfach eng emolisch gelesen hat, für das ganz an drei Halen an einer quasi Exposition auch ganz praktisch zu erleben, ob da ja Schulfach geht, da ist vor allem um den direkten Kontakt, den wir an den Fokus stellen. Es kann ihn sich als Schüler sicherlich über Broschüren informieren, mit das noch etwas ganz ähnlich, dass wenn ihn sich kann einem Dachdecker oder einem Mechanischer live über die Schüler gucken und auch gucken, wie den Beruf ausübt. Es kann ihn auch im Internet sitzen, um Schulsystem lesen, mit das auch noch ein ganz anderes, wenn ihn direkt kann, ob der Platz mit Direktoren, aber auch mit Professoren sich erhalten und auch direkt antworten, ob sie eine Frage kriegt. Wir haben das Jahr drei Hallen gefüllt mit diesem Schulsystem. Das war für uns am Anfang sicherlich eine Challenge. Wir haben auch die Frage gestellt, was bedeutet das? Wir haben ganz schnell auch die Konstatierung gemacht, dass das ganz einfach ist, wenn wir so viel an den letzten Jahren an Diversität vom Schulsystem investiert haben, für auch wirklich das ganz an drei Hallen zu präsentieren und es gibt auch Schritt für ihn invitieren, dahin zu kommen, weil es sich sicherlich rentiert, für durch die drei Hallen zu trippeln, an Hautnot zu erleben, sich inspirieren zu lassen und auch Erfahrungen zu sammeln, wenn es darum geht, sich froh zu stellen, was für ein Lycée passt bei mir oder was für ein Beruf will ich an Zukunft fehlen. Die drei Hallen, die sind nicht vom Mutwoll, die braucht Platz und das hat auch einen ganz guten Grund. Die will nämlich den verschiedenen Orientierungsphasen gerecht gehen und dafür basiert das Ganze auf sechs Pillen. Richtig. Wir haben, was die Orientation angeht, schwätzen wir bestimmt ein Zielpublikum auch an. Ich denke an Schüler aus dem Fundamental, aus der Grundschule, die sich beim Thema von der Orientation mal eng wichtig froh stellen, nämlich die, was für ein Lycée passt am besten bei mir. Dafür haben wir halt ganz viele andere Schulsysteme, die wir auch weiterentwickelt haben, an unserem Land präsent. Wir haben auch die ganz breit Bildungsoffer an der Schulfach integriert, wo ganz viele Lycée präsent sind, als Lützeburger Lycée sind da jeweils mit einem Stand, mit den Direktionen und Enseignungen, für auch wirklich über die Offer auf der Platz zu informieren. Wir haben aber auch für das Thema Orientation geht natürlich eine andere Altersstufe, die sich auch viel früher stellt. Das geht vielleicht mehr in Richtung, was für einen Beruf will ich eigentlich wählen. Ich denke nur an Schüler mit 12 oder auch 16 Jahren, die vielleicht nicht immer direkt nach einer Idee hat, was für eine Möglichkeiten du nur an einem Beruf hat. Und da wäre das wichtig, auch an der Richtung zu weisen, zu dokumentieren und auch wirklich erfuhrbar zu machen für die Kinder, für die Jungen, für ihren Beruf auch wirklich Not zu bringen. Ein wichtiger Moment an der schulischen und an der beruflichen Orientierung ist sicherlich auch die Lehrplätze. Den Moment, wo in einem Lehrplatz ist, dafür sind wir auch hoffentlich, dass wir nach einem Jahr die Lehrplätze auch mindestens auf der Schulfach können organisieren, wo man die Jungen auch auf eine ganz einfache und direkte Manier mit Unternehmen in Kontakt können bringen, für das sie sich da können erhalten, sich auch da können bewerben, und bestenfalls auch mit einem Lehrplatz da noch heimgehen. Wir haben auch, was sich nur der Beruf angeht, eine Berufswelten, nennen wir das als Pilier, abgebaut auf der Schule, von denen sich als Jungen Gedanken mischt um seine Zukunft und um seinen Beruf, dann denken den für dich mal an große Bereiche, an großen Aktivitätsbereiche. Die Frieden sich ob ihr wollt, einen Beruf an der Hotellerie, am Tourismus, an der Gastronomie wählen oder vielleicht echt an der Education oder einen sozialen Beruf. Dafür haben wir das gebündelt an große Aktivitätsfelder, an den Formationswelten, wohin da kann sich informieren gehen über die Formationen. Da haben wir Formationen vom klassischen Lycée, aber auch von der Berufsausbildung präsent, am Jofi und allem auch ganz viel Leute da, die Berufe auch weisen, wo ich noch kann praktische Erfahrungen machen, echt praktische Erfahrungen an enger Berufswelt. Wir haben und da sind ich ganz hoffentlich drauf, was den Interesse von den Berufen angeht, auch das kann ich das Tyrannist Lux Skills präsent. Lux Skills sind die nationalen Berufsmeisterschaften, die hatten wir bei der ersten Edition von der JEP Schulfahr da. Und ich muss so ein persönlich hat mich das immens impressioniert, für zu sehen, wie die Jungen
mit welchem Engagement die Jung eigentlich schon den Konkuren deelholen, aber auch mit welchem Hoffert, dass sie hier die Hand wirk, den anderen Willen demonstrieren und auch weisen. Und das auch eigentlich, wenn ich zurückdenke, für uns zwei Jahre, der Feedback, den ich von ganz vielen Enseignants kriege, aber auch von ganz vielen Schülern, Grundschüler, mir auch Schüler aus klassischen Lyceen, die durch Stuhl geblieben sind und die das wirklich mitgeholt haben. Ich kann mich erinnern, für zwei Jahre hat man nämlich auch ein Webinar über die Schule vor und da waren die Glücksskills auch also ganz groß rausgekommen, im Sinn, dass man auch Testimonien hatte von Jungen, die mitgemacht haben und das genau das, was ihr so. Und Tom Müller, das tut fällt ja alles eigentlich auch in ihrem Bereich, ja? Glücksskills und die Formation professionell. Ja, ganz richtig. Wir sind immens froh, dass wir das ja an der Berufswelt in Römenke ja die Lux-Skills haben. Die Lux-Skills eben, wie schon gerade gesagt, werden die Meisterschaften sind von den Berufen für junge Leute. An die natürlich ein größtes Aushängeschild für die Berufsausbildung sind. Eine Promotion für die verschiedenen Medien. Ich kann vielleicht ein kurz erklären, wie die Lux-Skills das Jahr organisiert waren. Wir haben nämlich Lux-Skills das Jahr nicht nehmen, ob der Schulfrage gehabt, aber wir haben sie auch schon am Vierhaus hatten wir schon Konkurren. Das ist so gegangen am Oktober letztes Jahr, wo wir am CNFPC schon drei Konkurren hatten. Das am Kader von der European Vocational Skills Week. Dann sind aber auch schon Konkurre gewirscht auf der nationalen Robotikwoche im Februar 2024, nur das Jahr. Wir haben auch noch 8 Kompetitionen gehabt, die dann zeitgleich stattfanden an der Ackerbauschule und auch an der EHTL, der Hotelschule. Und dann hat man nach für kurzem 8 weitere Konkurren nach einem am CNFPC zu Asch. Und das sind eben die letzten 13 Konkurren, die sind dann eben dann Anfang nächster Woche eben ob der JEP. Mhm. Und da wird auch dann zum Schluss von der Schule vor dem 24. April um Feier ob Feier gehen dann auch die Preise überreicht vom Herr Minister Claude Meisch. Wir gehen gleich auf eine andere Pille an, das ist den von den Shows und den Ateliern, weil ich meine, das ist eine neue Pille des Jahr. Darüber gehen wir gespannt an mit Luc Belling. Aber Madame Molly Todiotin, ich habe gesagt, das ganze Zeit ist über 3 Hallen. Aber es sind noch verschiedene Stände am Bannenhof von der Lux Expo. Wieso? Bei der Schulfahrt war es wichtig, das Opfer so komplett wie möglich zu weisen. Und wenn wir über schulische Opfer schwätzen, dann sind wir auch schnell bei ganz vielen Aktivitäten, die da draußen stattfinden. Lehren das nicht nur am Klassensaal, sondern immer mehr auch da draußen. Dafür war es wichtig, auch Aktivitäten wie Outdoor, Pädagogik, aber auch Bewegungsatelier auch draußen zu weisen. Wie finden Sie sich dann zurecht an dem Ganzen? Bannen, Bausen, über 3 Hallen, wenn viele Schulklassen zum Beispiel zusammen kommen. Wie geht denn da am besten da durch? War es wichtig, ob der Schulfahrt, dass das Publik so viel wie möglich soll mitholen. Dafür haben wir das doch nicht so ganz strikt abgedeelt. Das ist so, dass den eigentlich an enger Hall aufhängt, und dann an den nächsten Teil weitergeht. Und an all unseren Hallen haben wir einen Mix aus Ständen von den Lyceen, aber auch die Formationswelt, wo ich kann über die Berufe informieren und die Lux-Skills. Und das ist so, dass es nicht darum geht, dass es die Lora geht und dann bei einem spezifischen Schulgis geht und das sich vorstellt, wie das auch wirklich dadurch geht, dass das ganz absaugt, dass er auch vielleicht mal neue Sachen noch entdeckt, kennenlernt. Vielleicht ein gewissen Ambiance auch. Abhält, ja, genau. Ja. Und dass eben, dass er noch neue Sachen entdeckt und dass er so viel wie möglich eigentlich kann man tun davon. Mhm. Neu ist das Jahr, dass die Schulfahrt Sonders hier drin abmischt, weil die Leute können eigentlich auch auf ihre Faust gehen. Also muss ich nicht werden, bis man das Mai ist, dass nicht Schule ist. Wir können auf die Schulfahrt zu gehen, mit dem Schulbus, mit der ganzen Klasse. Am Kader von einem Ausflug an dem Moment. Also das kann ich Sonders tun. Das ist ganz richtig. Und das war also
auch wichtig. Mein Hund lässt hier ein Dach Grand Public gehabt, wo man ganz überraschend festgestellt, wie viele Eltern als eigentlich auf der Schule war, besiegt tun, was auch weiss, dass die Orientation nicht nur den Enseignern mit der Klasse mischt, sondern dass die Eltern sich auch wirklich mit den Kindern zusammen für das Thema auch frei interessieren, nicht nur schon am Zyklus 4, sondern auch durchaus schon am Zyklus 3. Es war also auch wichtig, dass die Eltern auch können, dafür von einem Schulsystem sich können angucken. Die Eltern sind aber viel berufstätig und angeschränkt an der Woche und wenn der Hummer den Schwager geholt, das geht auch schon sonst anzufangen, von 2 bis 6 Uhr an den Eltern oder auch der Familie mit den Kindern die Gelegenheit gehen, ganz auch über die Schule zu tröppeln und sich über dafür von den Lyceen, aber auch über die Berufswelten zu informieren. Und kann man sich am Vierfeld auch irgendwie organisieren, dass man das plant, wo man gezielt für die Higuren geht, sieht oder einen interaktiven Plan, der weiß, wie, wo aus, wo ich was für eine Information kriegt. Ja, es gibt einen Plan von der Schule, von der Kredit sur place. Es gibt aber auch ein Internetseite, schulfach.lu. Und ich gebe auch einen Schied für einen, den als Besicht Roden, sich am Vierfeld einkehren, den Plan anzugucken. Und ich denke, auch von den 3 Hallen anzugucken, weil es aber ein von den Ekoen war, die ich letztes Jahr auch kriegte, von Enseignern, aber auch von Eltern, die mir gesagt haben, wir hatten eigentlich nicht genug Zeit, für alles zu gucken. Wir wussten noch nicht, dass wir so viele Sachen könnten erleben, dem noch rodnisch auch den Leuten sich darüber zu informieren, was sie wollen gucken gehen und was das Programm ist. Es kann natürlich auch sur place gehen, um Stand vom Minister, was ein zentraler Pilier ist. An der mittelsten Halle von der Schule haben wir auch einen Informationsstand, wo ihn auch beruhigt wird an seiner Sicht. Genau, da sind verschiedene Services europäisch, meine ich, die solche Informationen eben auch gehen. Genau, wir haben einfach die Urlaufstelle auch geschaffen, für generell Informationen zur Schulopfer zu gehen. Wir haben dort Maison de l'Orientation, die den zentralen Pilier so bei uns stand. Wir haben aber auch aus der Erfahrung vom letzten Jahr noch komplementär ein paar Services am Stand vom Minister präsent, weil viele Eltern aber auch ganz spezifisch Fragen haben und auch ganz spezifischen Informationen sich nicht denken und Eltern von Kindern mit spezifischen Bösungen, die natürlich denken, ganz andere Frauen haben, ich denke, und Eltern, die recht mit ihren Kindern neu auf Lützburg gekommen sind, die auch ein anderer Offer sichern halt zu Lützburg. Wir haben das Jahr auch die Nationale Schülerkonferenz bei uns am Stand, weil wir auch der Meinung sind, dass verschiedene Schüler sich vielleicht öfter an Schüler rundtrauen, für ihre Frauen zu stellen, wie an Erwachsenen vom Medikationsminister. Mhm. Da geht dann um Empowerment. Wir haben auch nach dem CEPAS bei uns am Stand, weil wir der Meinung sind, dass Kinder auch schüst gut können lernen, wenn sie auch ihr Kopf frei haben, aber wenn sie auch an der Schule gut enkadriert gehen und die sind auch ein wichtiger Urlaubsstall für die Jungen. Martin Molitor, die heute ist das natürlich die Maison de l'Orientation angeschaut, ein wichtiger Akteur eben auf das AJAP 3. Schulfahren. An dem Kontext haben wir mit dem Direktor Mike Engel geschaut über die Präsenz von der Maison de l'Orientation. Ja, wie Sie gesagt, mit einer ganzen Reihe von Berufen, also auf der Schule fahren, wir haben ganz vielseitige Informationen zu gehen. Das ist sowohl über schulische Informationen, wo man können gehen, außerschulische Aktivitäten und dann eine Woche an der ganzen Berufswelt, wo man können da die Leute Informationen gehen und auch dementsprechend beruhen. Da können Frauen abkommen, zum Beispiel wegen Offen an den verschiedenen Lyceen, die sowohl am nationalen wie am internationalen System Unterschiede zwischen den Parcours, Sekundär General, Sekundär Klassik, eventuell auch mehrere Passerellen, die da bestehen. Das kann auch über die Sektionen jetzt sein. Und dann auch mal über die längste Molivatasschreibung von den Jungen, die aus dem Fundamental kommen, dafür auf Setiam zu gehen. Das ist von dem schulischen Teil, das schließt aber nicht aus, dass wir Frau kriegen, weil das so nun extra schulischen Aktivitäten möglich ist. Oder dann aber auch wegen einer Unterstützungsmöglichkeit nicht geht bei zum Beispiel einer Dyslexie oder einer Dyskalkulie oder Dysorthographie, die ist auch da, wo man dann auch beruht, dass wir Plastiken Informationen darüber gehen. Schulfeuer, als wie gesagt, für Junker,
die bringen auch ganz so ihre Eltern mit. Mir das ja dann noch mehr geht, als sonst schon sonst am Mitte so was. Und da dann noch dünnstes mit ist, dass ich auch du können auch eine Beratung den Eltern noch freieren, die auch denen anbieten, wenn die wollen umorientiert gehen oder vielleicht Weiterbildungen machen, dann können wir natürlich auch mit dabei helfen. Soweit also den Mike Engel, den Direktor von der Maison de l'Orientation, und wichtige Pille, also ob das ein dritter Jepfwar. Lohm ein bisschen, ja, die Fahr definitiv situiert, zum anderen war geschaut, was in du alles erwartet. Schwarz mal mal über den anderen wichtigen Wolle von der Orientation, das ist natürlich die Lyceen. Romanes, Lars Denisch, der ist Chef vom Service vom Enseignement Secondaire. Was sind irgendeine Aufgaben oder was sind die Aufgaben von dem Service, besser gesagt? Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Umsetzung, die konkrete Umsetzung von der Politik vom Ministerium oder vom Minister, das heißt, wir sind am Fungal Day, die Gesetze schreiben, Reglemente, Instruktionen für den Bereich vom Enseignement Secondaire natürlich nehmen. Und dann sind wir einfach auch zuständig, wenn wir da schwätzen, über die Schulfahrt zum Beispiel, und über die Offre Scolaire, sind wir auch den Service und den die Lyceen hier die Monte schicken, wenn sie wollen, die Offre scolaire verändern oder erweitern, dann ist es uneis für die Demanden zu analysieren. Das macht man nicht lang. Das macht man zum Beispiel mit dem Skript zusammen, den sich auch um die inhaltlichen Aspekte noch ein bisschen mehr kümmert. Und dann macht man dem Minister eine Proposition, für das sie kann eine Decision holen, ob eine Schule dann kann die Offre erweitern, verändern oder nicht, ob eine neue Sektion eventuell kreiert wird oder nicht. Und dann haben wir daneben einfach auch ganz, oder lassen wir so, mehr praktische Aufgaben. Wir sind die, die auch zuständig sind für die Verteilung von den Ressourcen. Das können Personalressourcen sein, das können auch andere Ressourcen sein. Da gucken wir mit den zuständigen Servicen für die Ressourcen zu verteilen. Das sind zum Beispiel finanzielle Ressourcen, das kann aber auch die Bereitstellung von Infrastrukturen sein und so weiter. Also ganz praktische Aufgaben. Und dann aber auch nach anderen Sachen, wie zum Beispiel die Organisation von den Examen. Ja, du wirst das logisch, wenn auch den Primärsexamen aussteht. Das ist der Primärsexamen, das können aber auch andere Examen sein, zum Beispiel Rekrutementsexamen von den Enseignern und so weiter. Das ist grosso modo das, für was wir zuständig sind. Es gehen 42 öffentliche Lyceen zu Lützburg und 5 Privatlyceen. Mhm. Sind das da viel für so ein kleines Land oder nicht genug? Das sind da, das ist ein schwerer Froh, weil bon, zu mengen kann ich natürlich so, dass man aktuell alle schulpflichtige Kanner, Junker, die man zuletzt beschulen, dass man die beschult kriegen, dass man einen Platz für die Hunde an einer Schule, sie wird eine öffentliche, sie wird eine private Schule. Aber das ist auch so, dass das Lützburger Schulsystem, gerade wie auch die Lützburger Gesellschaft, die zwischen sich aus durch eine Charakteristik, die das ganze Jahr wies. Wir haben alle Jahre einen großen Zuwachs von Leuten an der Gesellschaft, an dem nur auch einen Zuwachs von schulpflichtigen Kindern, an Jungen, für die wir einen Platz an den Schulen finden. Ich kann nicht just als Beispiel eng zu gehen. Wir haben seit dem Anfang von diesem Schuljahr allein für den Bereich vom Sekundär einen Zuwachs von 1500 Schülern. Ja, 1500 Schüler mehr für an das Schuljahr. Das Schuljahr. Da könnte ich vorstellen, was für eine Herausforderung, dass das für das ganze System, das heißt sowohl für die Infrastrukturen wie auch personalmäßig, muss man also permanent da nachlehnen. Und dann sind es nicht nur die Infrastrukturen und Personal, mit, auch, es geht auch darum, die richtige Offer zu finden für die Schüler, weil das ganz oft Junker sind mit Migrationshintergrund, die nicht unbedingt als Sprache schwätzen. Also da muss man auch die richtige schulische Offer definieren. Das ist also eine ganz große Herausforderung. Und ja, dafür ist es ein bisschen schwer, mit einem System, den am Wurzeln begraben ist, und das ist schwer, die Wurst, um so richtig vorauszusuchen. Mir wird klar, hast du das, dass wir unbedingt auch in Zukunft nach neue Schule brauchen. Eine Gesellschaft, die wiest, verändert sich auch rapid, das gewusst. Wie sehr kommt ihr da noch? Also, du hast schon gesehen, dass lauter neue Sektionen geschaffen sind, eben weil die Gesellschaft sich verändert. Kommt ihr sehr genug noch?
Also wir haben da keine Alternative. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen, dass wir noch kommen, dass das aber, wie ich probiert zu weisen, nicht immer ganz einfach. Bon, an der letzten Zeit sind Schulen beikommen, das sind an der Hauptsache die aggregiert Europaschulen gewischt, die haben da eine ganze Reihe gegründet. Und dann haben wir aber auch, von der Schweiz von noch kommen, wir haben Schüler, die immer mehr unterschiedlich sind. Und da geht es dann eben auch darum, denen Schüler ein Opfer zu bieten, die ob sie passt. Die Schüler, die gehen immer mehr unterschiedlich, habe ich gesagt, das heißt, sie haben unterschiedliche Erwartungen, sie haben unterschiedliche Interessen. Sie bringen noch unterschiedliche Voraussetzungen mit. Sie haben unterschiedliche Sprachkenntnisse zum Beispiel. Und da muss man es dann immer rum adaptieren. Wir müssen die Kanarappes bieten. Da sind immer zwei Konsiderationen, die am Mittelpunkt stehen. Das heißt, wir müssen erstens die Interessen von den Kanar natürlich treffen. Aber wir müssen auch zweitens dafür sorgen, dass hier Studierfähigkeit assuriert, dass das heißt, dass sie noch der Schule, noch im Lycée auch können weiterführende Studien machen, ob einer Uni, ob einer Hochschule und so weiter. Und das besonders Sprachproblematik, die eine große Herausforderung darstellt. Und da haben wir eben durch die Europaschulen ein Modell, den der Sprachenvielfalt und der Sprachendiversität do, ein bisschen besser entgehen könnte. Und dann haben wir neue Sektionen geschaffen, auch eben für den Interesse von den Schülern Rechnung zu drohen. Ich kann sie nicht alle guten abzählen. Ich will just die Rezenz vielleicht nennen, das ist am Bereich vom Enseignement secondaire classique, eine Sektion N, die rund um den Entrepreneuriat, die Finanzen und den Marketing dreht. Das ist eine Sektion, die am ECG, der École de Commerce et de Gestion, funktioniert. Dann haben wir eine Sektion P, rund um Science Cognitive und Science Humaine, die seit diesem Schuljahr funktioniert an drei verschiedenen Gebäuden, dem Lycée Belval, dem Lycée Classique von Dickrich und dem Jungen Lycée an der Stadt. Anschließlich noch immer im Bereich vom Secondaire Classique, eine Sektion R, am College, die sich mit den Sciences Politiques und dem Développement Durable befasst. Dann, wenn ich an den Sekundärgeneral gehe, da haben wir die zwei Rezenz-Sektionen dann die letzte Jahr abgemacht, das ist die Sektion G3S. Die drei S sind die für Science Naturelle, Science Informatique und Science Mathematik, also eine ganz wissenschaftlich orientierte Sektion, die zu Mämmer angeboten wird. Und wir haben am Nordstadt-Lycée und auch am Fieldchen eine Sektion die letzte Jahr lanciert, die sich Technologie, Sport und Santé nennt. Also auch etwas, was ganz innovativ ist für uns Lützebäuer Schullandschaft. Und dann, ich will dort mehr Müller nicht zu viel vorgreifen, haben wir auch eine Reihe von neuen DAP lanciert an der Formation Professionnelle, den DAP Education, den DAP Agent d'Inclusion und dann noch Reformen von bestehenden Formationen am Bereich von Professionell. Also das ist ein Sektor, den an permanenter Bewegung auslösen. So, wo wir Pflicht tun, aber immer Not zu kommen, für die Frage zu antworten, die der Lohen nicht gestaltet hat. Mit die ganze Diversifikation, die bringt ja auch mit sich, dass alle Akteure, die mit der Orientierung oder Orientation zu tun haben, wirklich muss um letzten Stand sein, kommt er dann da noch? Ja, ich meine, auch da, also kein, da muss er. Auch da haben wir keine Alternative. Und da geht es effektiv ein bisschen darum, dass er in tiefer Sicht behält. Ich meine, die Diversifikation, das ist etwas, was ganz positiv ist. Wir haben ein bisschen viel Wert, dass wir das machen. Wir müssen effektiv dann noch die Herausforderungen angehen, die damit verbunden sind, am Bereich von der Orientation, am Bereich von der Information. Und da schaffen wir am Anfang auf verschiedenen Niveaus. Das sind Evenemente. Ich meine, Madame Molitor hat gerade schon die Schulfoire ausführlich beschrieben. Das ist ein von den großen Evenementen, dass die ehemalig Gelegenheit für sich zu informieren, weil die ganze Schullandschaft am Fungal, ob der Schule vorher auch aufgebildet ist, repräsentiert ist.
Akteuren alle gut in Präsenz sind, sodass sie sich da wirklich ein umfassendes Bild kann schaffen, über das, was es an unserem Schulsystem gibt. Wir haben aber auch Evenemente, die ein bisschen mehr klein-klein-Envergure haben. Das kann man regional vorsehen, wie man sie immer am Jahr auch an der Nordstadt haben, wo es mehr um die Orientation für ZJM geht. Das sind also Evenemente. Wir haben noch Publikationen. Da gibt es noch immer die traditionellen Broschüren, que faire après la cinquième und so weiter. Die gibt es noch immer. Wir stellen uns natürlich aber froh, ob das noch immer zeitgemäß ist. Aber es besteht aber noch immer ein gewissen Demand, auch nur in der traditionellen Probeierform. Und dann haben wir, das auch schon gesagt, die Internetseiten, die sich mit der Information und mit der Orientation beschäftigen. Das ist eine Internetseite vom Ministère, das ist eine Internetseite von der Maison de l'Orientation zum Beispiel, die ganz ausführlich ist, ganz informativ ist. Und dann eben, also auch um institutionelle Plan etwas geschieht, wir haben gerade den Direktor hier von der Maison de l'Orientation. Die Maison de l'Orientation besteht auch noch nicht ewig. Und wir haben auch zum Beispiel an den Schulen, an den Lyceen, rezent Zellule d'Orientation geschaffen. Zellule d'Orientation, die spezielle Aufgabe haben, sich mit der, also die Information an die Orientation für Kinder, von den Kindern, von den Jugendlichen, aber auch von ihren Eltern zu suchen, weil sie auch die Eltern, die müssen informiert gehen. So, das sind also Kasuren, dass man am Fungehol ja auch da dafür suchen, dass Schiedfrein die Welt sich kann, die nötigen Informationen sicher wollen. Gibt es noch zum Beispiel so Informationsversammlungen, wo Eltern, Lehrer, Personen am Kanner können drun deelhäule, für das zu drei diskutiert gött? Ja, ja, absolut. Also das also auch institutionalisiert, das viergesehen, das gött sowohl am Fundamental wie auch am Lycée, wo regelmäßig Informationsversammlungen und Orientationsversammlungen viergesehen sind, wo man natürlich auch die Eltern mit da beziehen. Nun, Sikle Feier können also auf ZJM und dann ja, geht sozusagen eine Welt ab. Mhm. Was fragen wir von den Haut da? Das ist so, dass um Ende von dem Cycle 4-2 vom Fundamental du kriegst ihn also eine Decision d'Orientation und dann dient sich am Fungal ob man es drei Wehr ab. Das ist den vom Secondaire Klassik, kann ein Septième Klassik machen, ein Septième vom Enseignement Secondaire General oder von der Voie de Préparation. Das sind also die drei habt Wehr und dann als Avalo dabei kommen, eben rezent auch die sind die internationalen Schulen dabei, kommt der Test auch da, kann den sein Weh machen und hängt also von der Orientationsdecision dann auf, die aber auch zusammen mit den Eltern getroffen wird, hängt von der Decision auf, wer für Weh, dass ihn da kann anschlagen und natürlich geht den auch da an alle Phasen beroden vom Lehrpersonal und so weiter. Und dann kommt mir eine kleine Message, dass dann scheint ein paar Probleme gehen mit den Ausschreibungen für das Webinar. Die gehen aber nur noch rektifiziert. So, da wisst ihr, dass alle Götten dabei sind, nicht, dass da schreckt. Es geht also darum geschafft, für die Probleme da zu beheben. Auch von der Postbart, wir hören alles. Also, was sind Kriterien, die eben ausschlaggebend sind, für zu decidieren, wohin ihr könnt? Also die Kriterien, dass Promotionsdecision, Decision d'Orientation, die eben festlegt, was für Möglichkeiten das sich einem bieten. An die Orientationsdecision, die hängt natürlich auf von den schulischen Resultaten, die in am Fundamental eben wird. Und da wird natürlich auch geguckt, was sind die Interessen von den Kindern, was sind hier Perspektiven, also das beruht schon auf einer ganzen Reihe von Faktoren. Und wie gesagt, du beziehst mir eben die Eltern noch, auch mal dann, durchgeguckt nur den sprachlichen Fähigkeiten. Also es sind eine ganze Reihe von Kriterien, die durchspielen. Wichtig ist, mein Job zu betonen, dass ich eine Haut des Tages kann wechseln. Also, falls ein Bimmel merkt, um Lauf und singen weh, dass ein Java vielleicht geht, da kann ich aber dort zurückrudern.
Et kann den Trinkruderin oder kann den neue W erschluen. Den Direktor von der Maison de l'Orientation hat doch schon gesagt, es gehen Passerellen zwischen den verschiedenen Systemen. Es kann ihn also wechseln von einem Secondaire General an einem Secondaire Classique oder von einer Voie de Préparation an einer Voie d'Orientation von Secondaire General. Also das sind alles Passerellen, die zum Teil viergesehen sind. Kann aber auch sein, dass lo, wenn ein Passerelle nicht direkt viel gesehen hat, dass er eine Admission konditionell kann kriegen oder eine Admission sur Dossier. Das heißt, dass der Conseil de Classe guckt, was sind Kapazitäten von den Schülern, was sind die Interesse von den Schülern und dann eine Orientation, ob die man näher viel hält. Und da geht ob die nächste Klasse dann eben geguckt, nur einem Trimester, wo steht, kann vorerst erst kann lo drun, und da kann eventuell do nein, kann die rektifiziert gehen oder nicht. Also das gehen schon Möglichkeiten für zu wechseln, das Case-System, den du irgendwie von einem Sackgas feiern. Jolo, Pumul, die Internationalschulen angeschaut, ein davon aus der École Internationale Gaston Thorn, mein Name ist mit der Direktrice Jessie Medinger in der Halle, an ein paar darüber, wieso es für sie auch wichtig ist, auf der Schule dabei zu sein. Die École Internationale Gaston Thorn ist eine akkreditierte Europaschule und somit eine wichtige Erweiterung von dem regulären Lützburgischen Schulsystem. An dem hier können Schülerinnen wählen, ob welcher Spruch sie hauptsächlich voll skolarisiert gehen. Und somit stellt das eine wichtige weitere Alternative durch vier Familien zu Lützburg. Das ist einfach wichtig, weil man damit den Obstakel von der Spruch am Lehren ein bisschen waschwellen. Das heißt, der Kant wird echt der Frankophon daheim, also dem sein Dominanspruch Französisch das. Das lehrt auch Mathe oder Science natürlich besser auf Französisch. Selbst für die Kanner, die Englisch daheim schwätzen oder die, die echt Deutsch daheim schwätzen. Und die Gruppen, die haben hier eben den Schwaf und der dominanten Spruch, wo sie sich da können an die Sektion anschreiben. Das ist ganz wichtig für uns dabei zu sein, gerade für die SchülerInnen, die sich für uns interessieren, zu erklären, was das System ist. Oft also ein bisschen irreführend, weil wir international am Numm haben. Da meinen sie, wir wären der Back international, was aber nicht der Fall ist. Wir sind ein europäischer Back. Wir bieten Sprachsektionen an, die genauso mehrsprachig sind wie der reguläre Schulsystem. Es besteht eine bestimmte Möglichkeit, eine andere Gewichtung auf die verschiedenen Sprachen zu lehnen und zu suchen. Für mich ist dann eben Englisch die dominante Sprache und Französisch und Deutsch rückelt im Moment ein bisschen an den Hintergrund. Das ist ein Unterschied und das ist alles wichtig, dadurch die Kinder an die Familien zu erklären. Auch da das Synonym von einer Gesellschaft, die sich verändert, wie Martin ich das gesagt hat. Weiß man eigentlich, wie viele SchülerInnen es gehen an den International Schools zu Lützburg? Das sollte man schon wissen. Das ist so, dass man aktuell an diesem Schuljahr eng 5000 Schüler ungefähr an den internationalen Schulen skolarisiert tun. Das sind so, wo es auch da von ungefähr, über die letzten 3 Jahre geguckt, von ungefähr 1000 Schüler pro Jahr. Also auch den System, den wiest ganz stark, von so 5000 Schüler, da sind das da ungefähr 1800 am Primär, wie du nach hieß, die Primary, an eng 3200 ungefähr am Sekundär. Das ist die aktuelle Zahl, die wir da haben. Und ich meine, das weist auch eine Menge, das ist auch eine Antwort auf die Frage, die da noch nicht gestellt wird, das weist auch eine Menge die Besuche, die wir haben, für der Sprachenvielfalt Rechnung zu drohen, die wir am Lützburger Land tun. Madame Medinger hat das ganz gut erklärt. Schon mal mega mehr denken, nur zu gucken, von den 5000 Schüler, die wir am internationalen System haben, sind da just eng 542, wie genau zu sein, die Ugin haben daheim Lützburgisch als Erstspruch zu schwätzen. Das heißt, wir haben wirklich mit dem System aber eine Möglichkeit für die Sprachenthematik, für die Sprachenvielfalt besser Rechnung zu drohen. Geht die Offer, wie sie Ludo steht, dann Ludo? Nein. Schon gesagt, dass es einen großen Zuwurz, den wir feststellen. Und das ist ganz bestimmt so, dass die Offer nicht durchgeht. Dafür ist auch am Regierungsprogramm geplant, 3 weiter aggregierte Europaschulen zu bauen.
Sprachen sind ein großer Teil von der Orientation. Mir natürlich auch froh, was die will hier noch machen am Leben. Zu was für einem Moment an Vini, an seiner schulischen Karriere, aus dann der Moment für diesen jungen Mensch, sich dort zu dezidieren, den Ewe anzuschauen oder den anderen respektiv einen Handwerksberuf auszuüben. Ja, Vini aus dem richtigen Moment. Ich meine, das ist nicht der richtige Moment. Das ist ein Prozess, den du enclenchiert hast, an den besten Fall so schon soll an der, am Fundamental losgehen. Sie meinen es wichtig, dass die jungen Schüler schon ganz frei mit den Berufen, mit der Frage von, was sind hier stärkt, wo sie sich konfrontiert gehen. Ich meine, da gehen nicht nur für den Bereich von der Berufsausbildung, gehen doch ganz flott Initiativen, die da am Fundamental schon tätig sind. Ich denke, da an den Hallo Handwerk zum Beispiel, den vom Skript organisiert, zusammen mit der Chambre des Métiers. Dann ist eben den Hauptmoment, wo dann muss eine Decision aber getroffen gehen, dass den Ende vom Signalferior am Sekundär, wo dann eben geguckt wird, als die Jungen erstmal bereit für ein CCP zu gehen, also erstmal ein DAP, kann einen Techniker machen, geht an den Sekundär General, an den Sekundär Klassik. Dass ob das hinkommt, muss ich die Orientation aber eine immens große Rolle spielt. Und dass das auch schon gesagt wird, die Schulfahrt, die adressiert sich ja hauptsächlich und Schüler aus dem Fundamental an eben auch aus dem Signalferior vom Sekundär für den Moment, wo das hinkommt, auch wirklich können zu fassen und ihnen nachher ein großes Bild zu geben von all dem, was möglich ist. Ich gebe aber just noch gerne noch eine weitere Initiative mit abgreifen, die auch am Regierungsprogramm steht, wo wir aktuell drauf schaffen, dass die Frau von indem ich spät vielleicht recht dezidiert, ein Handwerk zu lehren, eine Person, die eine Premiere gemacht hat, wo wir am Moment umgegangen sind zu analysieren, wie wir so eine Person können ermöglichen, durch einen Drun, ähnlich wie im deutschsprachigen Raum auch der Fall ist, durch einen Drun, da können nach einem handwerklichen Beruf zu erlernen. Und eben auch an dem dritten Kontext ist es wichtig zu wissen, dass die Rencontren, die dann am Kontext von der Berufswelt, eventuell ob der JEP Schulform möchte, aber ganz wichtig sind, weil du findest alles bei ihnen und kann ich noch einen Echange haben. Tom Müller, du hast erklärt, was ein Service von der Formation professionelle ist, mit gedurten CNFPC, das ist ein Centre National de Formation Professionnelle Continue. Was ist das? Ja, das CNFPC ist am Prinzip, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie ein zusätzlicher Lycée, den ich da aus für Formation professionelle continue, wissen, dass aber auch jung Erwachsene an der CNFPC in einer schulischen Offer noch gehen. Bei der CNFPC, du gehst lo, du haben da zwei Steck, einen zu Asch und einen zu Ettelbrück. Die noch alle gut, alle zwei hier eigenen Spezifizitäten. Den CNFPC zu Asch, den als erster spezialisiert an der Industrie 4.0. Aber auch da dann Formationen und für Betriebe an, aber auch für Demandeur d'Emploi. CNFPC spielt auch ganz viel Rekonversion professionell und rund um Digital Skills, Soft Skills, das ganz zusammen mit der ADEM. Dann gibt es auch Formationen und Gebäude rund um alles, was d'engin de levage ist, also den Gabelstapler zum Beispiel. Da gibt eine Reihe verschiedener an. Den CNFPC ist auch ein nationales Schweißzentrum, wo sich Schweißen lehren kann, wo dann auch Betriebe hier Leute schicken, für Weiterbildungen oder Ausbildungen am Schweißen zu machen. In der Zukunft wird das CNFPC sich weiterentwickeln im Bereich von der Elektromobilität und auch am Hydrogen. Mal ein Ettelbrück gucken. Ettelbrück
als durch seine Situation am Norden vom Land, mehr an den geringen Berufen NRW, wo sie ganz viel anbieten rund um den Environnement und Zivilkultur. Sie sind Agence Nationale für den European Chainsaw Certificate, was wir mit der Motto See können zu schaffen. Kümmern sich auch darum, d'Inspecteur de Contrôle Technique für die auszubilden. Die Beispiele, die da angeschaut wird, die sind ganz gezielt. Also es gibt aber 12 Möglichkeiten in der Berufswelt. Mit wem sind Aufgaben, also dann die Jung bis dahin zu dirigieren oder zu guidieren? Ja, das ist natürlich schon zu einem großen Teil eine Aufgabe, die heute an der Schule gemacht wird. Der wird natürlich den Einfluss von den Älteren an der Guidance von den Jungen, der wird natürlich auch nicht aus der Vier los. Natürlich hat das Elternhaus auch einen enormen Einfluss darüber, was die Jungen späterhin werden an ihrem Beruf machen. Das ist aber immens wichtig, dass alle Jungen an der Schule eben eine Aussprechperson finden, die ihm hilft, seine Stärken weiterzuentwickeln. Sie hat das die Enseignanten, die da eine ganz wichtige Rolle überholen, die wir noch schon angeschaut haben, Zellulen d'Orientation an den Lyceen, die aus einem spezialisierten Team bestehen, die Jungen begleitet an den wichtigen Momenten von der Orientation. Hier um Aldringen an der Stadt, das auch immer ob für die Maison de l'Orientation, wo die Jungen können einen guten Puss kriegen. Das aber auch immens wichtig, dass etwas von dem Jungen selber könnt. Und du willst so auch immer das Stagen, das ist immens wichtig, dass das etwas betriebereich so, dass das etwas was Chambre professionell, die ein Partner von der Berufsausbildung sind, was ein Dea ist immer so, die Jungen müssen frühestmöglich aufhängen, Stagen zu machen, weil sie am Fungal nicht mehr an der Aktion eigentlich können hier Passion entdecken. Mit dafür muss der Betrieb ja auch bereit sein, für können Jungen zu empfangen, die eben Stagen machen und für denen noch Aufgaben zu gehen, die ihnen doch erlaubt, bestmöglichst die Unternehmen kennenzulernen und eventuell auch sich können dran zurechtzufinden. Ja, gehen du Synergien? Das war ja, die Frage. Ganz optimistisch, dass ganz viele Betriebe gehen, die Jungen an den Star-Schulen. Spezifisch für die Berufsausbildung haben wir an den Schulen, das was man nennen, Office-Stage. Das ist eine Kombination, ein bisschen wie überall an der Berufsausbildung, die tripartitär ist, wo dann den Enseignement, dann Profen, aber auch Vertreter von der jeweiligen Berufskammer an der Chambre des Salariés sind, für die Stagen mit den für eine Hand mit uns zu packen, für die Stagen dort zu sichern und für den Jungen bei Frohe noch zur Verfügung zu stehen. Der Retour, den wir auch aus der Schule kriegen, wenn wir mal über Schnupperstagen, wie wir es nennen, ob das einkommen, das ist einfach zu fangen. Also, wenn ihr ein bisschen Druck habt, dann lässt ihr sich vielleicht denken, bei der ersten Kehr ein bisschen helfen, auch beim Redigieren vom CV, an der Letter der Motivation, dann ist das etwas, was meistens klappt. Du hast von den Stagen geschaut, wenn wir ein Niveau drüber gehen, da sind wir bei der Lehre, also diejenigen, die decidiert, die Person, die decidiert, einen Handwerksberuf auszuüben, die muss notgedrungenerweise über den Lehrer gehen. Das heißt, es geht in Dels an die Schule und das in Dels beim Patron. Wie gesagt, das aus mit Lehrplätzen zu Lützebusch? Kennt ihr genug? Ja, also eine Berufsausbildung kann in gibt eigentlich zwei Wehr. Das ist den Ivat Leia, den der Lugado geschwärt hat. Wir haben aber auch verschiedene Berufe, die auch an der Berufsausbildung ganz an der Schule ausgebildet gehen. Das ist das als kleine Präzision, wenn wir dann zu den Lehrern kommen. Da stellen wir in den letzten Jahren ein Phänomen invers zu verdrunnen. Fest. Wenn man vierdrun ganz viele Jungen hatten, die eine Lehre wollten machen, an Männerbetriebe hatten, die ihnen eine Lehre geholt haben, dann ist es heute so, dass die Penurie um Arbeitsmarkt, dass die so groß an der Zwischenzeit ist, dass man mehr Lehrplätze haben, wie man Jungen haben, die disponibel sind, für eine Lehre zu machen. Das ist auch nicht so, dass
Begeisterung von den Jungen für die Berufsausbildung stark aufgeholt hat und dadurch auch den Defizit entstanden aus die Jungen, die sich für die Berufsausbildung interessieren, 12 von denen aus plus ou moins konstant blieben. Mehr, also eben einfach so, dass das Effektivpatron haut mehr Junker sicher für sie auszubilden, auch für sie dann auch tun können, an ihrem Betrieb zu fidelisieren. Das an aber, also das so, dass nicht alle Junker einen Lehrplatz finden. Das mag wohl arithmetisch komisch wirken, also aber ganz oft ob ein Mismatch zurückzuführen. Es sind ganz einfach Berufe, wo effektiv ganz viele Entreprisen jung leer boven alle medischer sichern an wo man da dann nicht genug Hunden die den Beruf wollen lehren und dann auf andere Plätzen also so dass ja bald jeder reden dahin drängt für einen gewissen Zucht für Leier zu machen wo dann effektiv nicht genug Patron da sind gerade an einer Zeit von Polykrise, ne, wo ganz viele vielleicht Handwerksbetriebe auch wegfallen, mehr, wo aber auch auf der anderen Seite ganz viel gesagt wird, dass in den vielleicht einen Handwerk lehrt, aber du noch besser durchsteht an der Gesellschaft, wie du in den Akademiker geht. Ist das ein Thema, was die letzte Monate oder das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre abhört abgekommen ist? Ich gebe Mengen. Das eine steht nicht der Konkurrenz mit den anderen. Wir brauchen die Leute alle. Wir brauchen Akademiker, wir brauchen Leute, die einen handwerklichen Beruf lehren. Das ist wohl richtig, dass wenn wir über Phänomene wie Intelligenz artificiell sprechen, das natürlich einen Impact hat, Digitalisation hat auch natürlich einen Impact auf Berufsausbildung. Ja, mein KI, die kann auch kein Schuldig abbauen. Nee, und auch kein Hoher schneiden. Nee, das ist aber dann, das lässt eine Hoffnung, ob die Berufe dann. Ich denke schon, dass der ganze Kopf von den Berufen an der Berufsausbildung noch immer so ein sicheren Hafen sind, wo man sich kann, wo ich kann seine Passion noch gehen, wo man sich auch immer kann weiterbilden kann, wo man viele Tiere noch oben abstehen. In größer werdenden Dach ob der Schulfahrer ist natürlich der Lehrplatz ein Dach, der das mindestens mehr ist. Du hast den Chef des Service d'Orientation Professionnelle von der ADEM, den Stefan Havlitzki, den hat am Vierfeld mit uns geschwärt und uns erzählt, wie das mit den Lehrplätzen funktioniert und was so ein Lehrplatz ein Dach ob der Schulfahrer eigentlich bringt. Wir haben hier im Land eine Gesetzgebung, die verpflichtet, dass sich alle Kandidaten Interesse hat, für eine Lehre anzufangen, sich bei seiner Berufsberatung anzuschreiben. Und auf der anderen Seite sind all die Ausbildungsbetriebe, die Lehrberufe, Lehrmädchen wollen erstellen, die sind auch an der Hinsicht verpflichtet, für hier Lehrplätze bei uns zu deklarieren. Daraufhin können wir dann das Matching machen zwischen Offer und Demand. Das heißt, wir feiern sich dann die Lehrplätze offen, mit denen potenziellen Kandidaten zusammen, die dann dem Profil entsprechen, die an der Offer deklariert ist. Das ist auch wichtig, dass ihr da präzisiert, die Lehrplätze nicht. Die adressieren sich aber nicht nur an die Jungen, also nicht nur an Schüler, sondern eben auch an Erwachsene. Wir haben 1999 den Erwachsenenlehrer hier im Land, den Apprentissage pour Adulte, sodass eben auch Lehrplätze ganz klar sich auch an eine Erwachsenenpopulation adressiert. Der Bilan ist, wie bei den anderen Lehrplätzen, auch, dass wir an der Moyenne zwischen 30 und 40 Ausbildungsbetriebe haben, die wirklich da Platz kommen mit einem Stand. Die Schiffer aus Schiffmengen ist da konstant, respektive geht vielleicht sogar kontinuierlich auch nach Duse rup, was eigentlich weist, dass Betriebe ganz klar die Lehrplätze da als adäquate Plattform empfangen, als interessanten Tier empfangen, wo ihnen möglich ist, eben so ein Profile auch vorzufahren, um mit denen Profile konfrontiert zu gehen, die sich an ihre Betriebe sichern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man merken, dass auch die Lyceen mit den Schulklassen und jene Masse, wie sie da hinkommen, das auch enorm appreciieren, weil sie da wirklich auf der Platz persönliche Kontakte mit den Betrieben können direkt kriegen, also direkt an eine Face-to-Face-Situation können reklammen.
Ja, also die ganze Welt schwätzt von KI, mit der Teil ist ja wirklich das Beste und Beweis, dass also der persönliche Kontakt, den bleibt einfach nicht aus, den ist nochmal extrem wichtig. Tom Müller auch eben hier in diesem Kontext, sondern eben auch am Kontext von einem Lehrplatz fanden, also dass den der Fried an den den Apps zu bitten wird, dass die zwei Personen sich mal begegnen und schwätzen, oder? Ja, ich denke, das schon für den nächsten Eindruck zu machen, ist natürlich der persönliche Kontakt immens wichtig. Auch für die Jungen, auch wenn nicht schon verrehen wird, am Ende der Morgen im Lehrplatz und da, ob der Schule wird du sein Patron fahren. Die Erfahrung, einfach ein Kehr konfrontiert zu sein, an so ein Gespräch mit einem Employer, für zu sehen, wie eine frohe Kredit da gestaltet, wie muss ich mich darüber präparieren. Das ist schon immens wichtig. Und da ist es auch immens wichtig, dass man die Lehrplätze nach am Kader von der Schulfahrt können nur bieten. Und es hat bestimmt auch einen gewissen Hemmschwell für eine Bewäschung, für da sind sie überhaupt traut, mit einem Patron zu schwätzen von einem Betrieb, an dem zu sagen, wer denn alles kann oder nicht kann oder sich vielleicht wünscht für seine Zukunft. Den Echange ist wichtig, für da sind sie mich stark gefühlt. Absolut, absolut. Also die Erfahrungen, die als Gold wert, das ist etwas, was an der Schule noch viel geübt wird, wenn sie erstens auf den Lehrplätzen nachgehen, erstens sich dann über den Patron vorstellen gehen. Also die meinen es wichtig, dass sie präpariert sind darüber, dass sie schon einmal an der Schule, an der Situation gemerkt haben, was da kommen kann, mehr nicht einem die reelle Erfahrung da waschen. Mhm. Und wenn sich dann besonders gut drückt, die kann natürlich dann auch in den Berufsmeisterschaften teilholen. Das sind die bestbekannten Lux Skills, die nationalen Meisterschaften, die sind am Gangen. Und auf der Schule vorwerten so manche Kandidaten ihre Konkurs nach da machen. Zum Beispiel bei der größeren Fliegertribüne von der Cargolux an der Halle Nengdorf. Meisterschaft von der Aircraft Maintenance. Der Marc Arendt als Manager vom Technical Training bei der Cargolux an Chefexpert vom Concours. Froh und hiernas, was sind die Aufgaben für die zukünftigen Fliegermechanismen des Jahr bei der Lux Skills? Aber das Troll vom Chefexpert, auch für was hält Cargolux auch drauf, immer nicht, ob der Schulfahrt dabei zu sein? Ja, das ist Fliegesmechanismus, ist die richtige Nummer. Und wir schaffen dort zusammen mit dem Lycée Privé Emil Metz von Dümmelding. Sie kümmern sich da um die theoretischen Module und wir kümmern uns um den praktischen Teil von der Ausbildung. Die Ausbildung ist auf Englisch und sie dauert 2 Jahre. Wenn alles gepackt ist, dann kriegen die Apprentieren ein Diplom der Technicien. Wir kriegen auch eine Lizenz als Fliegesmechanismus oder Avioniker. Der ja neben 40 Ländern unerkannt ist, Leute mit der Lizenz sind weltweit gesichtet. Aber sie kriegen dieses Jahr eine Erbischskarte, wo ein Problem drauf steht, den unter der Turbine ist. Und da müssen sie alles ausmessen, die Fehler sichern und die Stecker wechseln, die dann für die sind. Ich muss gucken, dass die Kompetitionen so gemacht gehen, wie sie sollen gemacht gehen. Auch alles so läuft, wie dann der Bücher steht. Und ich kontrolliere natürlich auch die technischen, aber auch die menschlichen Kompetenzen, die ein Futtermechanismus muss haben. Da steht Sicherheitsaspekte, die sind natürlich immer im Mittelpunkt. Das ist erstens ein ganz interessanter Beruf und mit einer guten Zukunft. Und wir wollen, dass ganz viele Leute diesen Beruf sehen und dass auch wir können wissen, dass sie den Beruf heute in Lützburg können lernen. Ja, Tom Müller, gehen da noch an anderen Berufen vom Handwerk so viele Leute gesehen? Es gibt ganz, ganz viel, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz, ganz viel gesehen. Das was Herr Arendt hier sieht, das ist ganz richtig, dass das immer Platz, also die guten Leute, die gehen überall gesicht. Ob das läuft hier bei der Cargolux oder ob das in der Ästhetik ist, oder ob das an der Installation Elektrik ist, das sind auch weiter Konkurren, die man anbieten, das kann ja auf der Schule fahren. Überall gehen gut Leute gesicht und das ist immens flott, eigentlich für die Jungen, für einen können, denen über die Schüler zu gucken, die schon gut sind an ihrem Beruf.
Also das, was Schul vorher bewirken kann an dem Kontext, das lohe klar, also die Konkurrenz und Glücksgeld sind wichtig für die Schul vorher. Und bei den Kandidaten, die in der Meisterschaft von den Berufen deluellen, kann ich eigentlich schon bald von Talent erschwätzen. Für ein Talent zu erkennen, muss ich halt so viel versichern. Und da kommen wir da von den Hallen 9 am 8 und Teil 7. Und da sind wir dann noch beim 4. Block, aber beim feierte Gast, den schon lange hier im Studio sitzt, sondern gar nicht gesagt hat, Luc Belling vom Skript. Also, den Skript aus mit vielen Madabestand auch auf der Foire vertreten mit Atelieren. Das ist neu, ja? Du gehst nicht Atelier an der Halle 7. Was hat für dich gehört, das du? Das bedeutet, dass man noch keine Püppe macht, dass sie dritte Kehr wird. Also, aha, gesehen. Das ist aber auch, dass wir mehr groß gehen, dass wir mehr divers gehen. Wir natürlich auch mal geleiert, was erwartet sich eine Schulklasse, wenn sie auf die Schule verkönnt, wie können wir sie am flotten Tag hinbieten und so, als das Konzept all Jahres immer ähnlich gehen und wieder ist so, dass wir als Römer ein neues Konzept mit unserer Halle 7. Und effektiv wird in den Büros vom Skript nächste Woche ziemlich eitel sehen, weil das Skript hat ganz viele Madrebischinnen und Madrebischter, ob der Schulfrau wird vertreten, sie wie natürlich auch die Kollegin Allgäu vom Edukationsminister. Ja, Teil 7 plus den Bausbereich, den Madame Molitor, wie du noch schon genannt hat, da werden eben viele Aktivitäten, auch Urgebäude gehen, ähnlich wie an den Halle Nacht an Neng. Als Hall baut auf verschiedene Prinzipien ab. Es muss ihnen dabei so ein Mandat und ein Skript als vier und allem prioritär, also Publiksible, die nächste den fundamental der Zirkel Feierklassen plus ZTM-Klassen, also man sagt immer sekundär, für denen bisschen Aktivitäten anzubieten, nicht all den anderen Sachen, die sie auf der Schule entdecken können. Und da fanden sie bei uns an der Halle ganz viele verschiedene Ateliers. Wir werden eine große Arena haben, zu dem wir dann wahrscheinlich noch werden kommen. Wir haben auch einen großen Platz, also Square, wie man den nennt, wo ein riesiger Ekran hängt, den aus der ganzen Schulfahrt, aus der Luxemburg, wo immer wird verschiedene Videos weisen, was dann in der Arena geschieht, weil kann ich natürlich nicht schiedfragen, wenn wir alles weisen, so können wir sie da rassemblieren und das möchte ein Skript natürlich mit den vielen Madabesterinnen und Madabestern mehr, aber auch mit den solchen Partnern, die wir haben. Und an dem Kontext muss ich sagen, dass wir über 350 Klassen haben aus dem Cycle Fire für ZTM, die sich angemeldet haben, die ihr Programm sozusagen bei uns haben. Und ein ganz wichtiges Element muss ich doch sagen, ist, dass wir mit dem LTPS zusammen schaffen. Der Educator-Schule, die während einer ganzen Woche hier Terminalsklassen freistellen, die uns helfen als Giden. Sozusagen. Wir werden über 300 Giden, Schülerinnen und Schüler von hinten haben, die uns Klassen mit betreuen, in einer besseren Weise, weil das ist für das eben, weil die wir nicht unterschätzen, die drei Hallen. Das ist richtig groß, das ist richtig viel, die teuren. Das ist gut, dass man so viel anbieten. Das kann aber auch erschlagen sein. Da sind wir ganz froh, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, für dass es ihnen eine bessere Weise, dass sie aber dann am Endeffekt aber auch auf dem wichtigen Platz waren und vielleicht nicht nur den Foodtruck-Gesicht tun. Also von daher ist das ein ganz wichtiger Partner, nicht alle anderen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ein ganz guter Novel, den Ticker geht nächste Tisch, das, was er uns schreibt, könnt auch hier ran. Da fühlen wir uns mal hier froh. Ja, zu den Ateliern, die geht dann an den Luc Belling. Wenn er sich noch nicht angemeldet hat für Ateliern auf der Schule, war, kann ich das noch kurzfristig machen? Weil ja, wo, auf wie geht das? Ja, das kann ich. Wir lassen quasi bis auf den letzten Tag die Meldungen ab, weil wir wollen ja, dass so viel wie möglich können kommen. Du kannst ihn auf schulfahr.lu gehen und du findest ihn auf der ersten Seite direkt Deskriptionen. Muss ich natürlich sagen, die ich sie führt, sind schon ganz viele Leute ausgebucht. Ich kann einfach so nicht sehen, nach genug Slots frei. Das heißt, ich kann ihn sich bis zur letzten Minute, wenn ich dann alles beim Transport also geregelt kriegt, kann ich bis zur letzten Minute kommen. Und da könnt ihr direkt noch eine Frage, ob die Atelier noch der Hauptsache für Schüler aus dem Fundamental sind? Ja,
Also wie gesagt, sie sind für Klassen aus dem Zirkel 3-2, aus dem Zirkel 4 und eben für ZTM-Klasse vom Sekundär. Und dann gehen wir ein bisschen rüber bei den Romanes, weil da so ein Froh kommt am Kontext von den internationalen Schulen. Mir wird neue Europaschule geschwärt, die geplant sind. Und da fragt eine Person, ob ich kann mich darüber gewohnt gehen und ob schon bekannt ist, wo die Schulen dann hinkommen. Ja, du hast geplant nach eng Schule am Zentrum und noch nach zwei am Süden zu machen, sodass man also die geografische Abteilung da denke, ein bisschen besser hinkriegt, wie es aktuell ist. Und dann noch die letzte Frage, ob dann Dummer da noch nur froh erfüllt ist. Das muss man da gesehen. Genau, das hängt von der Gesellschaft auf. Das hängt sich weiter dann genau. Weiterentwickelt. Ja. Effektiv, letztes Jahr, also wir kommen jetzt auf Dattelien zu schwätzen, an der Halle 7 von der Schulfahrt. Letztes Jahr war effektiv so ein Testlauf von der Talentshow Takeoff gemacht. Genau. Und das war am Kontext von der Schulfahrt. Aber dieses Jahr ist ein anderer Dattelien dabei. Wow, Experimente für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule. Und da ist Michael Weber, die Science-Kommunikator beim FNR, die uns Details genügt über diesen Atelier, den auf der Schule vorwärts sind. Mein also Workshop ist am Anfang kombiniert in Wow-Experimenter und Take-Off-Challenge-Workshop. Das heißt, wir wollen einerseits Experimenter, die aus dem Buch sie wird vier Enseignants gemacht, als für das sie können mit ihren Schülern Experimenter an der Klasse machen. Und an das Buch wird zusammen ausgeschafft mit Enseignants, die über den Skript detachiert waren. Wir haben auch die neue Science Challenge Show Takeoff auf der Tele für Juncker. Und da wollen wir natürlich auch das Format herüberbringen, dass wir werden noch bei unserem Atelier ein paar Challenges am Stil von Takeoff machen. Also den FNR hat ja verschiedene Aktivitäten, wie wir das Grand Public für die Wissenschaft begeistern wollen und auch die Jung. Wir machen auch zum Beispiel Experimenter-Videos auf TikTok. Wir organisieren als Asian-Event wie Researchers Days, die Ende November immer in der Rockhall sind. Und da geht es eben darum, Emotionen auf ihr zu rufen. Und wenn ihr Emotionen auf ihr rieft, da bleibt das, was ihr dabei erlebt, auch viel besser hängen. Und aus dem Grund, und natürlich auch, weil das Skript ein wichtiger Partner für uns ist, sind wir heute der Japfer präsent und probieren eben genau das zu machen, Wissenschaft mit Emotionen zu verbinden. Das gehen Experimente aus dem Wow, vielleicht etwas mit Bläder, weil die Siolurum da draußen in der Beam. Und es gehen Challenges, die für alle Alter gedurcht sind. Vielleicht ob es mit Luftball, vielleicht auch Challenges aus der Take-Off-Show, die ihr schon kennt, und selber ausprobieren könnt. Also, es klingt auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Wichtig ist ja die Interaktivität, die hier geboten wird. Am Nun natürlich von den Emotionen und drin sich alles rundherum selber ausprobieren. Das klingt so ein roter Faden aus der Halle 7 zu sehen, oder? Luc Belling? Ja, das kann ich schon so sagen, also muss ich sagen, dass man insgesamt 40 Atelier haben, die zu allen Stunden parallel laufen. Also das ist wirklich eine ganz große Panoplie, die aus den verschiedenen Bereichen angeboten wird. Wir haben viele Atelier aus dem Bereich von Problemlösen, Coding, alles was mehr digital ist. Wir haben aber auch viele Science-Atelier, worin eben auch den FNR-Materia Wow Atelier fällt. Wir haben viel am Bereich von der Kreativität. Und das ist eben klar. Also, das ist ja ein Orientierungsfahrend dafür gesorgt, dass er ganz viele Informationen findet, dass er sich ganz viel informieren kann, ganz viel nachgucken kann. Ich meine, wird aber auch zu einer, also, ja, trotz alledem, ein Event sind für die Klassen allein, für die Schweiz, und du hast eine gute Mischung wichtig. Und ich meine, du hast also auch wichtig, dass sie partizipativ schaffen und eben selber ausprobieren können, für so wirklich einen ganz flotten Tag zu haben. Und ich kann wirklich auch von Michael Weber ganz viel Pup für hier, ich kann ja wirklich so auch die anderen 39 Atelieren, wo ganz, ganz viel Schönes an Flottes zu bieten, also das ist wirklich der Wert, für gucken zu kommen. Kann ich eigentlich auch Sonntags und Donnerstags noch mit so einem Atelier in Deel holen, oder geht das just, wenn ihr sich als Schulklasse angemeldet hat?
Nee, also zu den regulären Schulzeiten, also natürlich für die Schulklassen, mehr sowohl Sonntags wie auch Dienstags, noch Mittags, sind Tatelier noch ab, mit einem anderen Konzept. Die Tatelier machen so Walk-in-Atelier, nennen wir das. Das heißt, wenn dann Familie kommen, können sie spontan und einem Atelier deilholen. Und die Tatelier in Halle sind noch darauf gebrieft gewesen, dann haben die Atelier dementsprechend auch so adaptiert, dass die Lohn nicht muss, am Alter sie von einem Sickle-Feier-Schüler der Tisch zu haben, der hat schon so abgebaut, dass er noch mit jungen Kanner kann kommen oder eben mit älteren Kanner, Jugendlichen, vier eben und den Nattel in Deal zu holen. Und wird dann, weil die Adresse Jatelien, wird dann auch ein Sonden an den Stimmen angeboten gehen. Bitte von den Nattelien ist ja auch so zu so ein Talent zu fördern. Was hat eigentlich die Aufgabe von der Schule? Oh. Ich hoffe ja mal. Also, wenn Joel ist ja am Anfang da für die Jugendlichen, kann die Jugendlichen auf ihr Leben, auf die Gesellschaft vorzubereiten, auf ihr später Berufsleben. Und ich meine, das wird am Alter an der Schule gemacht, gibt ja auch eine Talentförderung. Also Curriculum ist ja so divers abgebaut, dass sie von allem gesehen wichtige Sachen lernen. Und von daher gebe ich schon so, dass das ein Schule du hast für Talentförderung. Und muss ich auch so in die Atelier, die wir hier anbieten mit unseren Partnern, die sind auch noch nicht total aus der Luft gegraben. Das heißt also auch nicht, was nicht auch am Alter an der Schule kann angeboten gehen, zwar vom Lehrpersonal oder es sind eben ganz viele Offeren, die sie ganzjährig können buchen, die sie eben schaffen mit ganz vielen Museen zusammen als Beispiel, dass sie Sachen, die sie natürlich nicht nehmen auf der Schulfach erleben, hier haben wir natürlich die Möglichkeit, das ein bisschen mehr groß abzuziehen, mehr spektakulär abzuziehen, mehr am Ende vom Tag sind Lehrpersonen, die mit ihrer Klasse kommen, ganz viele Sachen, die sie eben auch am Jahr können an ihren Alltag abbauen. Und wie gesagt, ich gebe schon so, dass das ein gutes Spiegelbild ist eben vom alltäglichen Schulhall. Wie hast du überhaupt mal gesprochen, ob der Schule war? Also, dass ich nämlich lange froh herkommen bin, kann Informationen fanden an anderen Sprachen, zum Beispiel ob Englisch oder ob Portugiesisch. Ja, das ist so, dass man als Informationsmaterial ist schon auch mehrsprachig, aber wir haben auch extra nach Mediatoren sur place, also Übersetzer auch, die in Umstand bei uns dann auch kann aufrufen, für auch Guidance zu kriegen an andere Sprachen. Mhm. Wir haben eigentlich das von den Lux-Skills geschwärzt, auch von denen Konkurren, mit generaler Konkurren unter dem Begriff Level Up. Was ist das, Level Up? Also was ist das an dem heutigen Kontext? Level Up ist ein Projekt, das wir das letzte Jahr gestartet haben für die Rentrée, wo wir am Fong auf levelup.lu probieren, Schulkonkurren zu regruppieren. Also das so zum Engen probieren wir nur an nur neue Schulkonkurren zu proposieren am System und zum anderen gibt es natürlich schon ganz viele Schulkonkurren. Ich denke, die Sciences Naturelles Olympiaden und Mathe Olympiaden, Infos Olympiaden. Es gibt ganz viele Konkurren schon, die immer probieren zu regruppieren, weil wir probieren es mehr einfach zu machen für das Lehrpersonal, eben, wenn sie interessiert sind an einem Konkurs, den sie rumzufangen. Und das ist ein bisschen die Idee gewesen, hinter dem levelup.lu. Darüber raus bieten wir einfach Schulkonkurren an, die ich so genannt habe, also die Konkurren, das sind ja Nationalkonkurren, wo ich am Anfang all Klasse, all Schule kann mitmachen, wenn sie vom Alter her passen. Aber auf levelup.lu finden aber auch Konkurren, die ich so als Klasse kann machen. Das heißt, wenn ihr seht, wir interessieren uns also nicht am Anfang für den nationalen Vergleich, wir wollen aber innerhalb von der Klasse, vielleicht von unserem Sickel, vielleicht von der Schule, einen internen Konkurs organisieren. Sie haben dann einen Lieskonkurs, es gibt auch viele Möglichkeiten. Das ist also auch ein Pilier vom Level Up, die Schulkonkurren. An den dritten Pilier ist zu weisen, die Möglichkeiten, die man den Konkurren hört, das sind die internationalen Konkurren. Also ganz oft sind die Konkurren, die bei uns am Land organisiert gehen, Huyo an irgendeiner Form sind am europäischen oder internationalen Kontext angebunden, wo es eben ganz oft weitergeht. Da sind wir natürlich bei der Elite, da gehen die Besten von den Besten gesichtet, aber da wollen wir eben noch weisen, dass es in Lützburg ganz viele Konkurren eben die Möglichkeiten gibt, wenn es richtig gut trugt,
do eben weiterzufahren und auch international sich müssen zu können. Und viele von den Konkurren bieten am Fong auch die Basis von unserer Arena, die wir auch an der Halsive stehen. War das die Arena? Das ist gut, dass er das freut, weil die Arena ist ein zentraler Aspekt von der Halle, ein zentraler Pilier. Am Fong muss ich so, wir haben zwei Arenen, also wir haben eine große Arena 1 mit effektiv 400 Sitzplätzen. Wir haben auch am Bausbereich, wie man am Monitor gesagt hat, im Kontext von der Bewegung, haben wir eine Arena 2, wo über 3D Bewegungs-Challenge sind, wo die Klassen, da ich sich über den Level Up schon am Hirsch gemeldet und am Oktober, für schon Pre-Challenge zu machen, für sich am Funk für die Finalhei umzumelden. Das heißt, die Klassen bereden sich am Kontext von der Bewegung los schon sechs Monate vier, also sind die Besten von den Besten, kommen an den nächsten 3D an der Bewegungsarena zu summen, für wirklich, wo man da gucken, wen ist dann die beweglichste Klasse aus Lützburg. Darüber raus, wo man an der Arena eint, all da unterschiedliche Topics, zum Beispiel das Mindes schaffen, Schulklasse schon auch seit ganz langer Zeit und einer Musik-Challenge, wo sie am Anfang eine Entdeckungstour durch Lützburg an der Musik werden machen, mit du muss ich aufpassen, nicht zu viel zu sagen, weil sie wissen noch nicht alles, ob sie durchkommt. Und du denkst als ein Theater-Challenge, wo kann am Anfang ein Theaterstück geübt tun, also du aber auch Überraschungen kriegen, für sich darauf zu adaptieren. Dienstes wird ganz am Zeichen von den Science-Shows stehen. Am Mittwoch zum Beispiel sogenannten Klasse-Battle, wo die Klassen sich, das klingt mehr martialisch wie das, also das sind am Anfang, sind Klassen schon seit paar Monaten im Gang, sich viel zu bereden. Es wird an Ulehnung und einem Familienduell, das ihr vielleicht noch vom Fernsehen kennt, die erwussten, wird auch die Klasse gegen Klasse untreten aus verschiedenen Bereichen, aus den Schulfächern, für sich dann noch zu muss, wir dann zu gucken, wie dann die schlausten, die sportlichsten und die kreativste Klasse. Das sind wahrscheinlich wie die Challenges, Konkurren, wie soll es nachher irgendwie ja, so gesprost sind über die letzten Jahre. Ne? Du hast ja bestimmt etwas zu tun, was irgendetwas muss fördern. Ne? Was geschieht, wenn ein junger Mensch schön zusammenkommen an sich einem Challenge ergehen. An Brit sind noch etwas länger Zeit, eben darauf hinzuschaffen. Und steht da etwas? Also ich meine, dass bei Konkurren sie vielleicht mehr negativ konnotiert, wenn sie am Schulkontext sehen, wie sie im Endeffekt von den Jugendlichen auf den Kanavau geholt gehen. Das ist gar nicht den kompetitive Gedanken, die soll prioritär sein. Ich meine aber, dass wir merken ja, wie viele Klassen, Jugendliche, diese Konkurren teilholen. Ich meine, das ist noch ein bisschen etwas anderes, wie am Schulalltag zum Engen. Also es ist noch anders, wie ob eine Prüfung lehren, wo ich gute Noten kann kriegen. Sie, was sie so etwas teilholen, also wirklich, weil sie sich wollen die Besten sein. Sie wollen einfach gucken, wie gut sie sind. Und das ist natürlich ein Zusatz Motivation, umso mehr flott als es, wenn man sich dann eben noch mit anderen Mosen kann. Und bei einem Konkurs, also so wie ich gesagt habe, bei der Bewegung, wird nicht so erschätzen, als dass man den durchhalten muss. Also die Klassen, die wirklich über Main drüberleben sind, sind natürlich auch andere, die noch kurz der Route gesagt machen. Das gehört ja doch zu einem Konkurs, das kann nicht schiedfrei gewonnen. Ich meine, das ist klar, aber ich meine, das ist wirklich schon eine, dass die Zusatzmotivation aus dem so einen normalen Schulalltag für eben, aber sich auch an dem Bereich zu müssen. Und ich muss sagen, wir kennen das alle aus dem Sport, da schenkt das ganz normal, wenn ein etwas spielt, der guckt, für zu gewinnen. Und hier ist am Anfang mit mir andere Fächer, kreativen Topics, das ist doch nicht anders. Das ist den Kompetitionsgeist, den ihr dann da abkönnt, den, ja, das gibt eine Kompetenz dann sozusagen. Ne? Da sind über das Planen, über die lange Zeit und dann auch über die Vierdrohe selber, aber da eine gewisse Kompetenz ist unegend, die eben mit Kompetition zu tun hat.
Also ganz sicher geht es zum engen fachlich einfach besser, wenn er sich vielleicht noch mehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, mit zum anderen, also da war auch so, da den eben durch die sich mehr konzentrieren muss an den anderen Setting zu sehen, mehr vielleicht mal Druck muss in dem zu gehen. Das sind lauter Kompetenzbereiche, die sie so vielleicht am Schulalltag nicht tun, dass ihnen auch wirklich auch für das spätere Leben ganz, ganz viel helfen kann. Ja. Mhm. Effektiv, an den Kompetitionsgeist, den eine Motivation kann sein, die finde ich dann noch zum Teil rum bei den Kandidaten von den Berufsmeisterschaften, also den Lux-Skills. Ja, unbedingt. Also, ich finde das Thema vom Sport genannt, aber genauso spannend ist natürlich den Koffers-Konkurs nur zu gucken, für ihn zu nennen oder den Heizungsinstallateur für wirklich, wenn man muss gucken, dass sie wirklich, wenn ihr das bedenkt, dass sie an 3D oder an 22 Stunden eine Heizung muss bauen. Und da ist es klar, da geht noch 22 Stunden. Druck gemacht und entweder den Heizung hörst du oder hörst du nicht. Also das ist schon, das manchmal für die Kandidatinnen und Kandidatinnen eine immens flotte Challenge mit das, was Herr Müller und Madame Molitor für du noch gesagt haben, für nur zu gucken, also da gibt es immens flotte, sondern das ist ein immens flott Typ, für eben auch bei den Berufen zu weisen, dass den durchaus auch der Besten an einer Berufssinn kann sein. Ja. Hören wir mal noch eine Frohheit, die rauskommt. Es gibt nicht extra Offre für Kinder, die vielleicht nicht zur Elite gehören. Wir sind für junge Leute, die besoin spezifisch haben. Ich weiß nicht, was mit Elite gemeint ist. Wir kommen mal den zweiten Teil. Wir sind für junge Leute, die besoin spezifisch haben. Ob der Schulfach. Martin Molitor, ist der das vielleicht? Ich meine, die Schulfach riecht sich auf die Verein. Wir haben auch Berufswelten, wo ich noch ganz aktiv kann gehen, noch kreativ kann gehen. Ich meine, dass auch Familien mit Kindern mit spezifischen Besuchen können auf die Schulfach kommen und vor allem dann auch profitieren für den Umstand vom Educationsministerium, wo wir auch das Neue dabei haben, dass das Service für die Inklusion, wo sie sich auch da können informieren, was offen für hier Kinder auch geht. Moment, Martin Molitor da vielleicht, oder als Schulfeier ja nicht nur für Schülerinnen, Schüler, Eltern und Enseignanten, aber eigentlich als die Schulfeier für jeden. Absolut. Also jeden kann auf die Schulfeier kommen. Absolut, und ich invitiere noch zu diesem Moment, nach einem Kajagitverein, die Lust hat, auf jeden Fall auch Familien, bei dem Start von der Schulfeier, diese Sonntag um 2 Uhr an der Lux-Expo. Ich hoffe, wir haben heute alle guten, richtig Lust gemacht, für da hinzukommen mit all dem, was wir ich versucht haben, zu erzählen, was da lebt. Das ist so, dass wir den letzten Mittwoch natürlich immens viel wiebelt für Schulklassen und nicht nach ein paar viel mehr vollwert sind, da weiter invitieren wir auch noch an Familien, sonst zu kommen, für sich das ganz auch und zu gucken, den Entree ist gratis, für erst noch Getränks, also auch gesucht, eine wichtige Information für Familien. Es kann ich ganz viel Flottsachen erleben, neben der Information kann ich auch Flottsachen an den Berufswelten praktisch erleben. Wir haben auch ein paar Special Effects, die man just um Sonde schon, ich denke nur eine Show-Cooking oder einen bekannten Graffiti-Künstler, den man Sondes auf der Show vor haben. Wir haben paar extra Sachen, ich verrudel noch nicht so viel, dass für uns die hier sitzen, ein Herzenssache, die Schulfach, ein großer Moment, auch wo eigentlich die ganze Familie von der Education zusammenkommt, für die Kinder und die Jungen, ob ihr Zukunft für zu bereden. Das ist ein großes Engagement von ganz vielen Akteuren von der Education, den da stattfindet, aber wo man auch mit Hofer immer rum gucken, was man eigentlich die letzte Jahre fertig spricht und was für ein Brett aufwärmen, zusammen geschafft. Haben, aber wir sind alle gut, auch los schon richtig, ob viele Visiteuren für Sonden an die Durchstunde gehen frieren. Und am Anfang, oder ohne dass du das wirst, die Frau beantwortet von einer Madame, die leider sieht, dass sie zu spät angeschaltet hat heute Mittag und sich vorgeschaltet hat, ob man eigentlich schon am Detail über das Programm von der Sonde gesprochen hat, weil sich da alles
kann angucken, weil den alles kann erleben als Familie, ob der Schulfahrt ist. Dafür gibt es den dedierten Sit. Schulfahrt.lu, ist das so? Ja, richtig. Auf Schulfahrt.lu kann man sich Sachen angucken. Wie gesagt, wir haben ein paar extra Momente noch angebaut für die Sonden. Also die Schulfahrt, die bietet das Jahr sonntag, damit es schon die Möglichkeit für Eltern sich zu informieren. Ich werde die verschiedenen Bildungsfähren und dann vom 21. bis zum 24. geht die dritte Jep dann aufgehalten an der Lux-Expo. Ich erinnere dann ein Kehr und die sechs Pillen von der dritten Edition von der Schulfahrt. Das ist der Lehrplatz in der ein Bühne für die Lützebäuer Lyceen, der Minister, die Maison de l'Orientation und den Schulopfer, Atelier und Shows, Lux-Skills und neue Formationswelten. Und ich habe es vergessen. Nein. Gut. Mengen Feier invitieren Martin Molitor, Romanes, Tom Müller und Luc Belling. Vielmals merci für Ihren Besuch automatisch am Studio. Geht, wie gesagt, ob die Schulfahrt, es lohnt sich. Und da übergebe ich dann drei Minuten bis halb vier, so löst die Antenne dem Kollegen Piet Walte, den ich dann gut und sicher bis an den Feierabend feiert. Merci für Ihr Gut und einen schönen Abend.